Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Let's Play Hoffman rennt in mich rein. Nee, Let's Play The Evil Within 2. Das letzte Mal hat uns ihr O'Neill verraten, dass nicht nur dass hier die Kommunikatoren von Theodore sind, sondern auch wie wir ihn besiegen können. Und der Schlüssel liegt hier hinten. Durchsuche das Hinterzimmer nach der Maschine, die O'Neill erwähnt hat. Genau. Und ich bin mal gespannt, was es da so gibt. Oh, das schaut schon nicht gut aus, da dahinter. Ein ewig langer Gang. Na super. Sie kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stan? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Die Frage ist, wer hat ihn denn hier reingestöpselt? Weil das muss man doch, oder? Weil Lily wird ihn ja nicht von sich aus reinholen wie Ruvik uns im ersten Teil, oder? Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungsemitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden. Bin schon unterwegs. Bis bald. Okay. Oh, und sie ist hier. Nice. Ging schnell. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Ja, was ich nur kurz sage. Oh. Sprich mit Esmeralda, wenn du... Aber ich kann hier mit ihr noch reden. Und hier ist noch ein neuer Raum. Was ich sagen wollte, nur, was wollte ich jetzt sagen? Scheiße. Genau. Hat Lily eventuell die liebe, den Theodore hier reingelockt? Ah, hier ist Stuff. Und falls ja, wie hat sie das gemacht? Und vor allen Dingen, warum? Ich meine, ist ja nicht... Oder hat... Also inzwischen blicke ich nicht ganz mehr durch, was hier die Regeln von dem ganzen Shit sind und was es hier sonst noch gibt. Kann ich hier raus? Kann ich. Aber warum? Hm. War da ein Abzweiger? Nee. Komisch. Okay, aber wir können auf jeden Fall noch... Ich glaube, ich habe mich jetzt hier genug umgeschaut. Wir können mit Hoffman reden. Mit Hoffman reden, bevor wir mit Torres reden. Ein paar Dinge müssen Sie mir erklären, Hoffman. Genau, wie zum Beispiel alles. Sie wirken nicht überrascht, Esmeralda hier zu sehen. Warum auch? Sie ist ein vertrautes Gesicht im Stan. Bei Mobius kennt jeder jeden. Was? Eigentlich kenne ich jeden. Ich bin seit Jahren für Neueinstellungen zuständig. Wie eine große, verrückte Familie. Esmeralda ist die beste Frau für gefährliche Situationen. Eine gute Soldatin. Da haben Sie verdammt nochmal recht. Ja, aber... Ich finde hier leider nicht die Frage, die ich euch gerade gestellt habe. Schade. Sie kennen Myra also auch? Ja. Wir haben eng zusammengearbeitet. Wie konnte sie das tun? Wie konnte sie daneben stehen, als sie Experimente an Lily durchgeführt haben? Wie konnte sie Lily sagen, ich wäre tot? Myras Mutterinstinkt ist sehr stark. Sie ging zu Mobius, um Lily näher zu sein. Und Experiment ist etwas übertrieben. Lily wurde gut behandelt und hatte täglich Kontakt mit ihrer Mutter. Und Lily zu sagen, dass sie tot wären, nun, ich glaube, Myra wollte Lily dadurch beschützen. Tja, ich glaube, Myras Mutterinstinkt ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Hoffentlich können Sie das als Familie klären, wenn alles vorbei ist. Falls wir dann überhaupt noch was können. Ich war in Theodors Realität.
Wenn sie seine Psyche widerspiegelt, hat er auf jeden Fall ernsthafte Probleme. Das würde erklären, warum er so stark ist. Und doch versteckt er sich. Die Manipulation aus den Schatten ist wohl einfacher. Nun, ich werde ihn da auf jeden Fall rauszerren. Wenn das, was Liam gesagt hat, stimmt. Nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Mir fällt nur gerade auf, das heißt, wir waren, als wir da direkt nach dem Bosskampf mit Stefano, wo wir dann nicht in unser, wo wir dann halt in diesen ganzen Kerker-Sektionen waren, das heißt, das war nicht der Stamm, wie er von Mobius programmiert wurde, wie die Union-Sachen oder diese ganzen Singer, das Rathaus und bla, sondern das war die Realität, die Theodore erschaffen hat. Aber kann dann jeder eine Realität erschaffen? Oder muss man da schon wirklich ein heftiger Psychopath sein? Sie sollten nicht hier drin sein, wenn das Ding hochgeht. Das will ich auch gar nicht. Liam hat im anderen Raum an ein paar interessanten Dingen gearbeitet. Ich sehe mal nach, ob irgendwas davon nützlich sein könnte. Okay. Aber gehen Sie dann in Ihren Unterschlupf zurück. Keine Ahnung, was hier passieren wird, wenn wir das Ding abschalten. Alles klar. Gut, dann bleibst du trotzdem hier stehen. Er ist mir recht. Gut, also, los geht's. Sag mal, Torres. Ne? Achso, wir haben hier wieder 100 Sachen. Ah, mach es scharf, alles klar. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Okay, und ich dachte, ich wäre der Einzige, dem das nicht klar ist. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Gut zu wissen, falls das Ganze hier schief geht. Alles klar, los geht's. Reicht das, um die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Ja, die Frage ist, ob es dann wirklich irgendwas hilft. Nee, wir brauchen keine Zeit mehr. Los geht's. Es kann losgehen. Das habe ich jetzt übrigens zweimal gesagt. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Okay, los geht's. Operation Arschtritt beginnt in 3, 2, 1. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos. Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre übereilten Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie, ich warte. Sie sollen Ihre geliebte Tochter finden. Gehen Sie. Wird es das sein, was Sie sich erträumt haben? Lily, du bist hier. Lillys Stimme wurde protokolliert. Kapitel 12, der Abgrund. Oh, das hört sich nicht gut an.
Ah, Scheibenkleister. Ah, Dreck. Nutzen Sie den... Okay, woher die Stimme kommt. Nein! Okay, ja. Nee. Was? Nein! So. Okay, jetzt haben wir zumindest die Axt, Alter. Da vorne habe ich schon wieder Viecher gesehen. Ah, da. Das kommt doch von... Alter, haben wir hier eine Karte? Ja, das war mir klar. Oh, shit. Oh, das schaut nicht gut aus. Das hier ist wieder Theodores Realität, oder? Sag mal Theodore oder Theodore? Ich glaube, wir haben schon beides gehört. Okay, was... Oh, scheiße. Ah! Ah! Pistolenmunition, geil. Das hört sich weniger geil an. Das hört sich mir nicht gut an. Ah, da das Tor. Oh, scheiße, da ist einer. So, machen wir das einfach leise. Mir fällt auf, ich sag immer nichts, wenn... Oh fuck, was ist das da hinten? Okay, was auch immer das da hinten ist, ich geh mal in die andere Richtung. Weil das war, glaube ich, irgendetwas ziemlich Großes mit Leuchtekugeln. Und auch wenn mir das vielleicht geilen Shit gibt, nö. Moment. Ja, genau das ist es. Nein, jetzt kommt es doch noch auf mich zu. Geh weg. Geh weg oder ich muss da die Armbrust einsetzen. Nein, jetzt patrouilliert das Vieh doch nicht hoffentlich vor dem Teil da. Niki, dreh dich wieder um. Nice. Okay. Das kann ich garantiert nicht von hinten einfach so abstechen. Nein, jetzt kommt es noch weiter auf mich zu. Du Drecksteil. Okay, nee, doch, es geht hier lang. Wehe, das bleibt jetzt so quasi stationär. Also nicht 100% stationär, aber es bleibt da in der Gegend. Okay, es bleibt da in der Gegend. Nee, doch, es verpisst sich. Ich glaube, es verpisst sich. Ich schaue einfach mal, ob es hier durchgeht. Okay, nee, das kann ich nicht. Ja, ich muss hier garantiert die Kurbel. Ich versuch's einfach mal. Komm! Mach! Mach! Das wird sich garantiert nicht ausgehen. Nein, 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 oh, fuck das. Ha, er ist ein Selbstmörder. Ist jetzt tot? Sicherheitshalber? Ich glaube, es ist tot. Nein, jetzt kommt aber anderer Shit. Okay, nee, der kommt noch nicht, alles klar. Holy fuck, okay, ich dachte gerade, das wär's jetzt, aber... Der ist ein Selbstmörder gewesen, der ultra wenig Schaden gemacht hat und mir trotzdem er Selbstmord gibt, Gel gibt? Was zur Hölle? Egal. Am Moment, wir bewegen hier gar nichts, oder was? Das Tor und die Kette bewegen sich nicht. Achso, doch. Hä? Das hat ein... Oh, fuck. Das hat so einen Mechanismus drin. Oh, hier ist ihr... Nein, nein, wo? Okay. Wo hat die da hinter der Dreckstür auf mich gewartet? Ernsthaft? Hier ist der Dreigrad.
Ah, scheiße. Hier kann ich gar nicht... Nein, ist wieder das Vieh, wobei. Warte mal eine Sekunde. Es macht mir trotzdem... Also es macht mir zwar gut Schaden, aber es macht mir nicht ultra viel Schaden. Ich glaube, ich habe genug Kräuter noch im Arsenal. Scheiße. Wo? Ist das da hinten ein Vieh? Nein, nein, okay, Moment. Okay, du kannst herkommen. Da... Ist jemand? Nein, 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 nein. Aber was machst du jetzt? So, ich mach das hier. Ich bin immer still, wenn ich mich anschleiche, als würde ich hier tatsächlich mich an das Vieh anschleichen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht nicht ultra spannend, aber irgendwie fühle ich mich dadurch so richtig geil immersed. Oder immersed, nicht immersed, das wäre schlecht. Hier ist wieder so eine Statue. Ist hier wichtiger Shit bei den Statuen? Vorhin war da kein wichtiger Shit, oder? Oh nee. Nein, das war klar. Nein, nein, nein! Ja! Nein, jetzt sind hier überall die Viecher. Okay, ich mach einen Abgang. Ich mach einen Abgang. Laufen. Shit. Alter, wir sind da okay, wir sind quasi da. Moment, ne, Idee! Wehe, das funktioniert hier nicht wegen der Umgebung, aber... Doch, es funktioniert. Stirb! Stirb! Okay, sind alle tot. Finde ich gut. Das hat funktioniert. Also ganz ehrlich, diese Schockbolzen, wenn sie upgegradet sind, sind mal wirklich OP, wenn man 3-4 Gegner mal irrtümlich aufschreckt. Und vor allen Dingen, wir können uns dadurch jetzt hier wieder, glaube ich, ein bisschen umschauen. Denke ich. Ah. Moment, wo bin ich jetzt? Wo ist... Da ist der Eingang, okay. Das heißt, hier ist die Stadt, genau. Aber Moment, wir haben hier das schon aufgehoben. Ah, ich gehe mal da nicht zu nah, weil vielleicht ist da noch anderer Shit, der aufwacht. Vor allen Dingen, hier hilft es mir aber... Ah, hier ist noch eine Notiz. Hier hilft es mir außerdem gar nichts, wenn ich die Taschenlampe einschalte. Dadurch macht das alles nur noch ein bisschen schlimmer, finde ich sogar. Alles klar. Verbrannte Seite aus der Freiheit Untertan 2. Hey, an die erste Seite kann ich mich noch erinnern. Also nicht, was drauf stand, aber dass wir sie gefunden haben. Was ist Freiheit? Ein Wort und ein Konzept voll individueller Bedeutung und trotzdem völlig bedeutungslos in Raum und Zeit. Wir bestehen aus Atomen. Jedes Atom hat einen Kern, der von Elektronen umkreist wird. Der Raum zwischen diesen Elementen ist riesengroß. Wir bestehen größtenteils aus nichts. Das ist eine Tatsache, die nur schwer zu akzeptieren ist, aber wir es Was aber dieses Wissen verleiht Macht. Sich zu ergeben birgt Möglichkeiten. Sich zu unterwerfen bedeutet Stärke. Stärke. Solange man bereit ist, sich der Freiheit zu fügen. Okay, der Typ, der das geschrieben hat, war ein bisschen auf Drogen. Außerdem 36 von... Wir haben keinen Platz mehr für normale Bolzen. 36 von 40 war das gerade, also... Holy fuck! Das bedeutet, wir sind ja wirklich schon beinahe durch, kann man sagen. Also außer irgendwie in den letzten 2 Spielstunden gibt es nicht ein Dokument oder so, aber wir haben bis jetzt eigentlich immer relativ regelmäßig Dokumente gefunden. Und was ist das hier? Ein bisschen Pistolenmoney. Sag ich doch nicht nein. Okay, wo jetzt?
Da war die Stimme, aber... Ja gut, da ist, glaube ich, eh nichts. Überall diese Dreckskerzen, also ganz ehrlich... Der verbraucht viel zu viel Kerzen, der Typ. Ja, ich weiß, wir sind hier falsch, aber... Kann es sein, dass das irgendwie Überreste unseres Hauses sind? Das am Anfang quasi niedergebrannt ist, weil hier... Das wird so ein bisschen thematisch und auch vom Ausschauen her passen. Hier ist ein Schlafzimmer. Okay, nee. Bringt gar nichts. Halt, nein. Warum kann ich das Licht nicht mehr ausmachen? Was ist das übrigens? Ja, siehst du? Das hier ist eine Tür. Das ist doch... Da steht sogar, glaube ich... Ja, da steht Lilly drauf. Warum kann ich übrigens die Taschenlampe nicht mehr ausmachen? Das finde ich hier gerade gar nicht cool. Mama hat nie aufgegeben. Nicht wie du. Sie wollte es dir sagen. Aber du warst zu dumm, um zuzuhören. Nein. Nein. Nein, das stimmt nicht. Myra hat erfolglosig versagt. Sie wollten mich zuhören. Sie haben beide verloren und gegen dein Selbst verloren. Sie wissen gar nichts über mich. Myra verstand, dass man Ziele durch Gehorsam erreicht, indem man sich fügt. Holy fuck! Sind jetzt hier neue Gegner. Finde ich alles nicht cool. Vor allen Dingen... Wir haben den einen Gegner gesehen und er uns nicht, aus irgendwelchen seltsamen Gründen. Okay, da ich glaube, dass es hier eh nichts mehr zu entdecken gibt, werde ich einfach dort lang gehen. Außerdem habe ich keine Lust, mich mit den Wichsern da anzulegen. Auch ah, scheiße, wir müssen jetzt garantiert wieder an das andere Ende von dem Teil. Wahrscheinlich ist wieder die Tür zugefallen. Nein. Jedes Mal, wenn es speichert, habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl. Nee, Alter, was sieht mich? Ne? Hier ist nichts in der Nähe. Na doch, das Teil. Hä, wo ist es hin? Okay, die Richtung stimmt. Nein. Scheiße. Nein, was? Wo? Wo? Ich sehe es nicht. Da. Au. Nein, ich wollte das. Au. Alter, das Vieh ist mal Arsch, wenn ich mich nicht schnell bewegen kann, um auszuweichen. Okay, jetzt lasse ich mich mal ein bisschen heilen und dann werde ich ein Medipack nehmen. Das war die falsche Taste. Oh, fuck. Gut. Ah, hier ist dann... Lustig, dass das nicht überschwemmt ist. Ist da hinten was? Schaut nicht so aus. Nee. Gut. Oh, nein. Warum warst du nicht da, als ich dich gebraucht habe? Es ist herzzerreißend und scheiß gruselig. Jetzt kommst du, wenn es zu spät ist. Du kommst immer zu spät. Okay, ich kann hier runtersprinten. Das ist, glaube ich, ein bisschen länger. Oh. Nach Harley wollen Sie immer noch mit Lilly wieder vereint sein? Ja. Will ich. Ich muss sie finden. Gut. Dann kommen Sie zu. Ist überhaupt nicht creepy hier.
Lily? Bist du es wirklich? Lily. Nein. Lily. Da ist sie. Ihre geliebte Tochter. War das nicht ihr Wunsch? Papa? Papa, es ist deine Schuld. Warum hast du mich nicht gerettet? Nein, bitte. Ich konnte nicht. Ich wollte. Verdammt dazu, ihre Fehler zu wiederholen. Schließen Sie sich mir an. Und ich kann Ihre Träume erfüllen. Gemeinsam können wir Lily von Myra befreien. Sobald ich die Macht des Kerns besitze, sind Sie wahrhaftig frei. Nein! Man braucht mehr als Kugeln, um mich aufzuhalten. Wann begreifen Sie das? Geschossen? Nein. Warum? Nein. Nein. Na los. Bringen wir dich hier raus. Nein, jetzt nicht Torres, oder? Und was war das gerade vorhin für kranker Shit? Er darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres. Wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Okay, das ist eine Hallo. Gut, Halluzination ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen hier. Ich meine, wir liegen eigentlich in Wirklichkeit das ganze Spiel über in einer Badewanne. Ja, gut, aber ich würde sagen, oh, ne, hier ist zu, oder? Ja, wollte ich schon sagen. Aber ich würde sagen, das Haus durchsuchen, können wir hier die Vorhänge aufmachen. Ne, ich gehe mal nicht weiter, weil hier ist gerade ein guter Punkt, die Folge zu beenden. Weitergehen, das machen wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play The Evil Within 2. Und bis dahin sage ich, tschüss Leute.